Das Sanatorium du Basil. Die Tuberkulose war in der Zeit der Industrialisierung ein ernstes Problem für die europäische Gesellschaft. Mangels bakteriologischer Fortschritte, die sich erst später einstellten, griff man auf Pflegemethoden zurück, die im Wesentlichen auf frische Luft, Ruhe, Wärme und gute Ernährung setzten. Zu diesem Zweck entstanden zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert in Belgien 19 Sanatorium, überwiegend auf privater Basis. Nur zwei davon waren aus öffentlichen Mitteln finanziert. Eines davon war das Sanatorium du Basil, das ab 1900 für damals 1,2 Millionen Francs erbaut wurde. In diesen Baukosten waren ein 56 Hektar großes Gelände, Nebengebäude und eine Privatstraße enthalten. Nach nur 3 Jahren Bau- und Planungszeit wurden 1903 die ersten Patienten aufgenommen. In der Anfangszeit handelte es sich dabei ausschließlich um erkrankte Männer aus der Industriestadt Lüttich, für die 114 Betten zur Verfügung standen. Erst später öffnete sich das Sanatorium auch für erkrankte Frauen. Die Lage des Sanatoriums war wohl überlegt. Das Hauptgebäude lag in 415 Meter Höhe auf einem Hang mit Nadelwald. Auf 3 Seiten wurde es durch den schützenden Wald abgeschirmt und nach Süden öffneten sich die Fenster und Terrassen mit Blick auf den kleinen Park und die Hügellandschaft. Ein guter Ort, um saubere und warme Luft zu tanken. Man legte Wert auf eine größtmögliche Autarkie von den umgehenden Dörfern. Das Wasser entsprang einer etwa 2,5 Kilometer entfernten Quelle, Abwässer wurden mit Kaltmilch desinfiziert und zur Bewässerung des eigenen umgebenden Landes verwendet. Um das Dorfleben und den aufkeimenden Tourismus nicht zu stören, sah man von Bestattungen auf den Dorffriedhöfen ab und legte stattdessen einen eigenen kleinen Friedhof an. Aber zurück zum Gebäude. Die Bausubstanz aus Sandstein, Holz und Beton ist bis heute grundsolide. Die Böden bestanden aus einem Spezialzement und die Wände waren emailliert. An der Nordseite des Hauptgebäudes schließt sich ein Block an, der im Wesentlichen der funktionalen Infrastruktur diente. Hier standen Dampfmaschine, Dynamo und Akkumulatoren zur elektrischen Versorgung. Geheizt wurde mit einer Niederdruckdampfanlage. Auch war hier die Küche untergebracht, deren Personal die Räume darüber bewohnte. Wäscherei, Mangel und Desinfektion hatten ebenfalls hier ihren Platz, verteilt auf verschiedene Etagen. Im Verbindungsteil zum Hauptgebäude befand sich der Speisesaal. Das Hauptgebäude stellte den Patienten im Keller Gymnastik- und Erholungsräume zur Verfügung. Im darüberliegenden Erdgeschoss boten Lese- und Tagesräume mit einer Deckenhöhe von 6 Metern viel Luft zum Atmen. Darüber hinaus war das Gebäude durchsetzt mit Lüftungsschächten, die die verbrauchte Luft über Ventilatoren nach draußen entsorgten. Die Patienten hatten ihre Zimmer in den mittleren Etagen. Wenn sie sich nicht gerade Einzelzimmer leisten konnten, lagen sie mit 3, 4 oder 6 Personen in großzügig dimensionierten Zimmern. Diejenigen, die zu schwach für Spaziergänge waren, konnten in der umlaufenden Galerie der ersten Etage frische Luft genießen. Im Obergeschoss, in der Etage unter dem Dachboden, lagen die Wohnräume des Pflegepersonals und der ein oder andere Lagerraum. Auf der Ostseite ist ein Verwaltungsgebäude angebaut, das auch die Ärztewohnung enthielt. Dort waren außerdem Bäder und Duschen untergebracht, sowie Laborräume, Isolationsräume, Schwesternzimmer, Büros und Besprechungsräume. Über die jahrzehntelange Nutzung und Umbauten ist wenig herauszufinden. Nachdem es möglich war, die Tuberkulose medikamentös zu behandeln, verloren viele Sanatorien ihre Existenzberechtigung. Hier war das wohl nicht der Fall. Die Schilder an der Zufahrt weisen auf eine weiterlaufende klinische Nutzung hin. Auch wird von einer Umwandlung zu einer Psychiatrie berichtet. Auch die Farbgebung der Räume und andere Indizien deuten auf eine Kinder- und Jugendklinik hin. Doch all das ist nicht verifiziert und kann daher nur vermutet werden. Gesichert scheint jedoch das letzte Kapitel in der Geschichte. Bis 2010 diente das ehemalige Sanatorium zu Reha-Zwecken mit bis zu 150 Angestellten. Dann kam es zu einer Zusammenlegung mit einer anderen Reha-Klinik in Verviers, aus dem gleichen Verbund und damit verbunden zur Aufgabe des Klinikbetriebs an diesem Standort. Zwischen September 2010 und September 2013 diente das Gebäude zur Aufnahme von bis zu 170 Asylsuchenden. Danach wurde es aus Kostengründen geschlossen. Inzwischen wurden nahezu alle beweglichen Werte und Einrichtungen vom Baueigentümer abtransportiert. Die Räume sind daher fast vollständig leer. Aber vielleicht nicht leer genug für den ein oder anderen Besuchern der nächsten Generation.